Am 21. November 2014 hat Olaf Scholz, damals erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, die Keynote gehalten bei der Konferenz Campus Innovation. Er hat darin die Digitalisierungsoffensive der Hamburger Hochschulen beschrieben und die Gründung eines neuen Projektes ausgerufen, nämlich die Hamburg Open Online University, kurz HU genannt. Herr Scholz, können Sie sich erinnern, wo damals die Ursprünge dieser Überlegungen lagen? Es gab damals sehr viel Berichterstattung und auch Erfahrungsberichte über die ersten Online-Seminare, die überall veranstaltet werden, aber insbesondere über sehr große, meist amerikanische Veranstalter solcher Online-Aktivitäten, auch mit großen Softwareangeboten, die auch mittlerweile überall in Europa von Universitäten mitgenutzt wurden. Meine Sorge war, dass wir irgendwann ein sehr viel mit Steuergeldern subventionierten Universitätsbetrieb haben und Forschungsbetrieb haben, dass wir dann aber noch zusätzliches Geld ausgeben müssen, damit die Studierenden überhaupt mit ihren Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und all den anderen an der Universität in Kontakt treten können und praktisch Eintrittsgelder bezahlen müssen, weil wir zwar die Universitäten unterhalten, aber der Unterricht ganz anders stattfindet, die Arbeit der Studierenden ganz anders stattfindet, als das heutzutage der Fall ist. Das hat mich bewegt, die Universitäten zusammenzurufen und zu bitten, darüber mal nachzudenken und auch mit der Botschaft, ich habe das auch mit der Botschaft versehen, dass dieses Geld auch zur Verfügung gestellt wird, das dazu notwendig ist. Beides zusammen hat zu einer großen Begeisterung geführt und auch dazu, dass das Projekt eine ganz andere Form genommen hat und eine ganz andere Entwicklung genommen hat, als ich ursprünglich dachte. Wenn ich letztendlich an eine deutsche Kopie von den amerikanischen Softwareangeboten gedacht hatte, haben die Beteiligten daraus ein Projekt gemacht, das viel mehr auf interaktive Kooperation setzt, das nicht einfach die Kopie einer Vorlesung ins Netz ist und das auch neue Zusammenarbeitsformen und neue Lernformen möglich macht. Und im Übrigen immer die existierende Präsenzuniversität mit im Blick hat. Und das fand ich im Ergebnis sehr gut, weil es was anderes, aber viel Besseres geworden ist und auch was Eigenständiges im Verhältnis zu den Angeboten, die da insbesondere aus den USA über uns kamen und kommen. Sie haben damals gesagt, dass die Kooperation, die Zusammenarbeit ein Schlüssel für die Transformation ist. Und Sie haben gesagt, dass alle an einem Strang ziehen müssen. War das einfach, die Hochschulen zur Zusammenarbeit zu bringen, dass die alle an einem Strang gezogen haben? Es war im Ergebnis zu meinem Erstaunen einfach. Erstaunt deshalb war ich, weil die Zusammenarbeit nicht immer so großartig war und plötzlich aber hier lauter Begeisterte sich gefunden hatten und daraus was gemacht haben. Insofern hat sich das nicht als so mühselig dargestellt, wie ich vorher vermutet hatte. Und deshalb ist das, glaube ich, auch was geworden, weil da auch viele gebrannt haben und die neue Möglichkeit genutzt haben. Mein Eindruck ist, dass daraus auch mehr erwachsen ist über die Online-University hinaus, weil letztendlich die Idee, man könnte doch zusammenarbeiten, sich auch noch in anderen Feldern als nützlich erwiesen hat. Aber das war vielleicht der Startpunkt für eine ganz neue Form der Kooperation unter den Hochschulen. Und bis heute ist mein Eindruck, wirkt das auch nach und ist ein Momentum, das der ganzen Sache Kraft und Schwung verleiht. Das Stichwort Offenheit ist damals in Ihrer Rede gleich mehrmals gefallen. Sie haben von der Offenheit in Bezug auf die Lernenden und in Bezug auf die Lehrmaterialien im Sinne von OER gesprochen. Das war 2014 sehr früh für deutsche Verhältnisse. Es ging um eine offene Plattform, um offene Standards. Können Sie rekonstruieren, wie diese Offenheit so stark im Konzept verankert wurde? Es steht ja auch im Namen, Hamburg Open Online University. Klar war, dass es möglich sein musste, dass dadurch die Schwelle, die im Hinblick auf die Universitäten existiert, abgesenkt wird, dass also viele mal reinschnuppern können, die gar nicht Teile des Universitätsbetriebes und Hochschulbetriebes sind. Und das stand auch gar nicht zur Debatte. Alle fanden das eine gute Idee. Das Zweite war, dass durch
die Offenheit natürlich auch besteht in der Form der Zusammenarbeit der Studierenden mit den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, mit untereinander, dass auch neue Kooperationsformen untereinander gefunden werden können und auch am Ende die Möglichkeit stehen soll, spontan sich zu Gruppen zusammenzufinden. Und dann war auch wichtig, dass mit diesem Projekt verbunden ist die Idee von Open Educational Resources, also der Möglichkeit, dass man Lehrinhalte, Lerninhalte auch nutzen kann. Und das ist ja ein wenig schwierig im Hinblick auf die verschiedenen urheberrechtlichen Baustellen, die da zu beachten sind. Es ist deshalb wichtig gewesen, dass von vornherein ein erheblicher Teil der Beteiligten gesagt hat, das muss hier mit einbezogen werden und führt dann ja, wenn es erfolgreich ist, auch dazu, dass das Angebot an offen zugänglichen Lern- und Lehrinhalten und größer wird, was, glaube ich, ein Fortschritt ist. 2014, das ist jetzt 6 Jahre später, quasi schon ein halbes Internetzeitalter her. Trotzdem gilt die HU weiterhin als fast einsamer Leuchtturm in der Hochschullandschaft. Können Sie sagen, warum das nicht an anderen Orten auch passiert ist oder konstruktiver gefragt, warum ist es in Hamburg passiert? Es gibt immer sowas wie Leadership als notwendige Voraussetzung dafür, dass Dinge vorankommen. Da ist ein Stadtstaat eine gute Gelegenheit, weil man sich schneller begegnet und weil die Möglichkeit der Zusammenarbeit, wenn sie denn gewollt wird, einfacher zu organisieren ist als an vielen anderen Orten in der Republik. Und trotzdem glaube ich, dass das ein wenig misslich ist, denn wir haben ja doch in Deutschland etwas Besonderes mit einer überwiegend und zu einem großen Teil aus Steuermitteln finanzierten Hochschul- und Universitätslandschaft, dass wir dann bei einem solchen technologischen Thema daraus keine eigene Sache machen, die auch von uns selber entwickelt und beherrscht wird, das wundert mich. Trotzdem ist ja die Anlage der Hamburg Open Online University immer so gewesen, dass das ein Projekt ist, das jederzeit von anderen kopiert und weiter mitentwickelt werden kann. Und ich glaube, die Hoffnung darf man nicht aufgeben, dass das eine Rolle spielt. Jetzt leben wir ja auch in Zeiten, in der plötzlich die ganzen Fragen, die da aufgeworfen worden sind, für den Universitäts- und Hochschulbetrieb unmittelbar relevant werden. Und die Studenten und Studentinnen können nicht mehr zu Präsenzveranstaltungen in die Universitäten kommen wegen der Corona-Pandemie. Da wäre das eigentlich ein Moment, wo man nochmal Neues ausprobieren kann und nicht nur letztendlich die Hochschulveranstaltung aufnimmt und ins Netz stellt. Das ist zu wenig. Und wenn man sich die amerikanischen Angebote anguckt, dann sind die ja gar nicht so erfolgreich, wie das gern berichtet wird. Wir lesen zwar von hohen Zahlen, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer betrifft, aber was wir auch lesen und hören, sind unglaublich viele Abbrüche, ganz wenige, die dann tatsächlich zu Abschlüssen und zu Ergebnissen kommen. Und deshalb bin ich schon der Überzeugung, dass der spezifische Ansatz, der hier gewählt worden ist und der eben didaktische Fragestellung und Kooperationsfragestellung und die Vernetzung von Präsenzuniversität und digitalem Lernen neu definiert, vielleicht sogar ein fortschrittlicherer ist als das, was wir als Ausgangspunkt vorgefunden hatten. Fällt dir noch etwas ein, was wir für die Geschichtsbücher, für den Eintrag zur Hamburg Open Online University festhalten sollen? Mein großer Wunsch ist, dass alle ihren Elan behalten, dass der Spirit, der unübersehbar ist, die ganze Zeit dabei bleibt. Und meine Hoffnung ist im Übrigen, dass es sich doch ein wenig rumspricht und anderswo so was Ähnliches oder das Gleiche gemacht wird. Und da ist, glaube ich, die Offenheit da. Hier darf niemand Exklusivansprüche entwickeln. Solche Konzepte funktionieren nur durch ihre Anlage als etwas, das für alle zur Verfügung steht, die da mitmachen wollen. Und wenn es also Hochschulen gibt in Deutschland, die gern kooperieren wollen, sollen sie das machen. Das, glaube ich, wäre eine gute Sache und würde auch Hamburg helfen. Olaf Scholz, ganz herzlichen Dank für das gemeinsame Zurückblicken.